Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Aktionär TV. Mit mir im Studio mein Kollege Andreas Deutsch im Hintergrund. Wie gehabt, ja? Der neue Aktionär. Steigt der Markt weiter oder ist die Luft raus? Mit dieser Frage, die Sie vermutlich auch interessieren wird, jetzt gegen Jahresende, beschäftigen wir uns im Innenteil. Wir haben natürlich noch weitere spannende Themen vom Monsterausbruch. Ein deutscher Top-Tipp bietet, also die Aktie steht jetzt wirklich kurz davor, dass es aus dieser Chartformation rausgeht. Und wenn das passiert, dann dürften relativ zügig 30% Gewinn drin sein. Und wir haben einen Gold-Hotstock. Und da glaubt der Kollege Bussler, wenn die jetzt Gas gibt, dann ist alles zu spät. Übrigens an dieser Stelle, wir haben es nicht thematisiert, das 7-Wochen-Depot, vor 3 Wochen gestartet, 23% im Plus. Muss man wirklich mal überlegen, ob man dann nicht sagt, okay, Ausstopp, schade, nehmen wir alles mit und die Sache ist erledigt. Kommen wir zur Titelstory und zu deinem Part. Was hat es damit auf sich? Also wir haben uns den DAX vorgenommen. Wir haben unter anderem mal geschaut, wie denn so die Bewertung ist von den 30 DAX-Aktien. Und weil die Leute ja sagen, oh, jetzt haben wir ja wieder ein neues Hoch erklommen, ein neues Verlaufshoch erklommen. Kann man denn da noch kaufen? Wie wir auch hier die Frage dann stellen, oder ist jetzt die Luft raus? Das denken ja immer viele, wenn es unten liegt, dann ist ja sowieso alles schrecklich, da kann man ja erst recht nicht kaufen, und wenn es dann oben liegt, dann ist es ja meistens viel zu spät. Wir haben uns dann mal angeschaut. Da kann man auch nicht kaufen. Aber wir haben uns dann mal angeguckt, das sachliche Argument der Bewertung, und haben dann festgestellt, dass die KGVs beim letzten Allzeithoch, beim jeweils letzten Allzeithoch der Aktien, was teilweise schon sehr, sehr lange zurückliegt, deutlich höher waren. Also wir haben da eine große Diskrepanz gefunden bei der jetzigen Bewertung, und das zeigt einfach, dass dieses Argument historisch betrachtet zu teuer nicht trifft. Also wir haben ja den Vergleich zur anderen Asset-Klasse Anleihen, da sind ja Aktien sowieso ganz, 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 ganz viel günstiger. Und naja, wenn man das jetzt mal so sieht im historischen Vergleich bei den jeweiligen Einzelaktien, zum Beispiel bei einer Allianz, die war also im Jahr 2000 auf einem Allzeithoch, und da war das KGV um ein Vielfaches höher, was ja wundert. Und deswegen, da gibt es gar nichts. Also Aktien sind alternativlos im Vergleich zu anderen Assetklassen, im Vergleich zu sich selbst über die Jahre hinaus gesehen. Und naja, das ist also die Top-Aktien. Also nochmal ganz kurz, alle 30 DAX-Aktien im Check, das bedeutet dann kaufen, halten, verkaufen, Einschätzungen zu jeder Aktie. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall da. Und dann bereit machen für die letzten 4 Wochen des Handelsjahres und noch mitnehmen, was mitzunehmen. Sieht im Moment sehr gut aus. Sieht momentan wirklich ziemlich gut aus. Gut endet, genau. Gut. Absolut. Du siehst übrigens auch sehr gut aus. Also, danke. Das soll es von unserer Seite schon gewesen sein. Nein, du auch natürlich auch. Weil ja bald Weihnachten ist. Ne? Ja, danke. Nikolaus. Also, Ihnen auf jeden Fall eine schöne Woche. Hat wieder Spaß gemacht, die Ausgabe für Sie zu schreiben. Wir hoffen natürlich, Sie haben Spaß beim Lesen. Wonach Sie suchen müssen, ist jetzt auch klar, nach dem Luftballon im Handel. Ja, genau. Keine Sorge, da kommt keine Nadel. Und ansonsten viel Spaß beim Lesen. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.